Heute Bulgarien. Eindrucksvolle Kulturreise durch ein Bauernland am Rande Europas. 300 Kilometer Strände am Schwarzen Meer. Landarbeit wie zu Großvaters Zeiten. Eine Jugend, die westliche Mode schätzt. Und jahrhundertealte Architektur. All das gehört zu den ständig wechselnden Gesichtern Bulgariens. Aber auch Blütenträume. Und K&K-Bauten. Festungen, an denen schon die Kreuzritterheere vorbeizogen. Die allgegenwärtigen Ikonen der orthodoxen Kirche. Lebendiges Brauchtum und farbenfrohe Trachten. Und die Pracht der Klöster. Eindrücke aus einem weniger bekannten Reiseland, in dem die Sonne im Sommer Dauergast ist. Bulgarien grenzt an Rumänien, Griechenland, die Türkei und Serbien. Die Nordgrenze des Landes bildet die Donau mit der Stadt Ruse. Die Mitte wird vom Balkangebirge durchzogen. Im Osten verläuft rund um Burgis die Schwarzmeerküste. In der Hauptstadt Sofia. Eine Kathedrale mit Kuppeln aus Blattgold, wie in Russland. Sie ist noch keine 100 Jahre alt und trägt den Namen von Alexander Newski, des Schutzpatrons der russischen Armee, die 1878 das Land von der Türkenherrschaft befreite. Das prächtige Bauwerk symbolisiert den Dank an das slawische Brudervolk und den Sieg des Christentums über den Islam. Aus jener Zeit, in der es noch Zaren, Kaiser und Könige gab, kann der Tourist auf dem Flohmarkt noch heute so manches Erinnerungsstück ergattern. Besonders reichlich ist das Angebot an russischen Babuschkas und Luxusartikeln von anno dazumal. Im angrenzenden Park ist ein eigenes Areal für die Ikonenmaler reserviert. 86% der bulgarischen Bevölkerung sind Anhänger des orthodoxen Christentums. Doch auch das Wahrzeichen des Islam, der fast ein halbes Jahrtausend in Bulgarien herrschte, ist in vielen Städten des Landes präsent geblieben. Die Banibashi-Moschee gehört zu den wenigen türkischen Bauten, die in Sofia erhalten sind. An die Befreier von den Türken erinnern heute noch die russischen Gardeuniformen. Der wiedererstandene bulgarische Staat ließ ein Zarenschloss bauen. Doch darin residierte dann ein Regent aus Deutschland, Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha. Seitdem verläuft der Wachwechsel vor dem Präsidentenpalast streng nach immer gleichem Ritual. Mit dem deutschen Fürsten kam westliche Kultur ins Land. Das Nationaltheater schufen Architekten aus Wien im klassizistischen Stil, der heute noch das Stadtbild bestimmt.